sehr geehrter Herr Landrat, Herr Vizepräsident, Frank Schütze, meine Damen und Herren, ich freue mich, dass ich heute vor Ihnen einen Vortrag halten darf. Das Thema ist vorgegeben, Sie sehen es unten rechts in der Ecke, aber gestatten Sie mir zunächst ein Wort noch an den Landrat. Er hat gesagt, dass der 20-jährige Geburtstag dieses Landkreises gefeiert wird. Sie sollten dieses zum Anlass nehmen, wirklich zu feiern und darauf zu achten, dass dieses als Landkreis auch erhalten bleibt. Ich komme aus Mecklenburg-Vorpommern, bin in der Stadtvertretung von Bad Doberan und im neuen Kreistag der zusammengelegten Kreise Bad Doberan und Güstrow. Und ich kann Ihnen sagen, dass aus meiner persönlichen Einschätzung dieses kein besonders gelungenes Unternehmen war. Und wenn man das Rad zurückdrehen könnte, würden viele das tun. Also das als kleine Anmerkung. Das Thema steht in der Ecke und Sie können es auch anders formulieren, nämlich das Thema, das mir Frank Schütze gestellt hat, heißt, übersetzt gibt es was Neues. Ich habe mich darauf beschränkt, Ihnen jetzt vorzustellen, was es Neues gibt, was eine gewisse Tragweite hat, was einen bestimmten Entwicklungsstand schon erreicht hat und was unsere Arbeit in den nächsten Jahren wahrscheinlich bestimmt und beeinflussen wird, zumindest zum Teil. Es sind auch ein paar Exoten dabei, aber im Großen und Ganzen fasse ich zusammen zwei Tagungen, die letztes Jahr stattgefunden haben. Einmal die Jahrestagung des Bundesarbeitskreises Düngung, die immer zusammen stattfindet mit der Jahrestagung des Verbandes der Landwirtschaftskammern und der Landesanstalten. Das hat im April stattgefunden. Und dem Workshop der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft optische Sensoren im Pflanzenbau, die im November 2012 stattgefunden ist. Und ein paar Ergebnisse aus einzelnen wissenschaftlichen Arbeiten werde ich auch vorstellen. Es gibt fünf Schwerpunkte, die ich abarbeiten möchte. Einmal Nitrat und Gesundheit. Zum zweiten Enddüngung, Umwelt und Welternährung. Das schließt etwas an die Ausführungen des Vizepräsidenten des Bauernverbandes an. Stickstoffdüngung Herbst, Frühjahr. Und dann in einem zweiten, kleineren Block Spätdüngung, Ertrag und Backqualität. Und im letzten Block einige Anmerkungen zu den Entwicklungen, was die sensorgestützte Enddüngung angeht. Beginnen wir mit dem Thema Nitrat und Gesundheit. Warum nehme ich das? Als ich die Ergebnisse durchgesehen habe und die Tagungsbeiträge, wurde mir klar, dass wir alle über Salben reden, 60 Kilo und letztlich glaube ich, jedenfalls aus meinem Eindruck heraus, haben wir ein bisschen aus den Augen verloren, weshalb wir uns eigentlich um Stickstoff und um Nitrat so kümmern. Das, was wir alle wissen, ist, dass es potenziell gesundheitsgefährdend ist. Die neueren Ergebnisse wurden vorgestellt von Frau Gehofke von dem Bundesinstitut für Risikobewertung und ich möchte sie Ihnen kurz darstellen. Woher kommt das Nitrat, das wir aufnehmen und das potenziell gefährdend ist? Es kommt zum weit überwiegenden Teil aus Gemüse und etwa zu 20% aus Trinkwasser. Säfte, andere Lebensmittel spielen kaum eine Rolle. Und alles, was wir an Getreide, an Samen produzieren, jetzt vom Weinmahl ein bisschen abgesehen, dieses sind Produkte, die kaum zur Nitraternährung beitragen. Was das Nitrat im Körper bewirkt, ist, es wird umgesetzt vom Nitrat über das Nitrit zum Stickstoffmonoxid und wir nehmen ungefähr 160 Milligramm am Tag auf. Dies ist aber nicht die einzige Stickstoff- oder Nitratquelle, sondern der menschliche Körper produziert selbst auch Nitrat. Und zwar ungefähr 1 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das heißt, wenn ich mich normal ernähre, habe ich 160 Milligramm mit den Nahrungsmitteln, die ich aufnehme. Bei meinem jetzigen Gewicht, also ungefähr 100 Milligramm Nitrat, die mein Körper selbst produziert. Also es ist nicht nur das, was wir aufnehmen mit den Nahrungsmitteln, was zum Nitrat den Anteil im Körper beiträgt, sondern der Körper selbst produziert auch Nitrat. Weshalb das Nitrat so in den Fokus gekommen ist, ist, dass Nitrat eine
toxische Wirkung hat und sie besteht im Wesentlichen daraus, dass Nitrat zu Nitrit umgewandelt wird und dieses Nitrit bei Säuglingen in der Regel bis zum 6. Lebensmonat dazu führt, dass das Blut mit Sauerstoff nicht mehr beladen werden kann, weil das Hämoglobin mit Nitrit belegt wird. Das heißt, es kann zu einem Sauerstoffmangel kommen, aber weit überwiegend bei Kindern, die bis zum 6. Lebensmonat, also weit überwiegend noch Muttermilch kriegen und sich der gesamte Kreislauf, der gesamte Stoffwechsel noch nicht sehr umgestellt hat auf andere Nahrung. Die Ergebnisse, auf denen diese Beobachtung, diese Schlussfolgerung beruhen, sind 50, 60 Jahre alt. Das heißt, der Datenpool ist relativ alt und stammt aus 278 Fallstudien, aus denen dann diese Schlussfolgerung gezogen worden ist. Und das ist das, was wir alle mehr oder weniger komplett in unserem Gedächtnis mit uns rumtragen. Also das ist die Gefahr. Es gibt aber in letzter Zeit, seit ein paar Jahren, erhebliche Bedenken und Zweifel daran, dass dieses der tatsächliche Auslöser ist. Es hat sich nämlich gezeigt, dass vor allen Dingen bakterielle Verunreinigungen und Magen-Darm-Infektionen dazu führen, dass dieses Nitrit gebildet wird, beziehungsweise dass es zu diesen schädlichen Wirkungen von Nitrit kommt. Der andere Punkt, weshalb Nitrat im Fokus steht, ist auch nicht das Nitrat selbst, sondern es sind die Verbindungen, die sich aus dem Nitrit, also diesem Umsetzungsprodukt, bilden. Das sind Nitrosamine, das sind organische Stickstoffverbindungen, die Sie hier oben sehen, die also diese Nitrosamine, diese Verbindungen, diese Form haben und fast alle dieser Nitrosamine sind krebserregend im Tierversuch. Das heißt, der Vorsorgeaspekt würde bedeuten, wir müssen verhindern, dass diese Nitrosamine gebildet werden. Sie werden gehemmt durch Vitamine C und E, aber sie werden gefördert durch Vorerkrankungen des Magens. Also auch hier ist es nicht eine rein positive oder rein negative Wirkung, die man beobachten muss, sondern es von Mensch zu Mensch, je nach Prädisposition, also nach der Vorgeschichte, kann es zu unterschiedlichen Ausprägungen kommen, kann man eine unterschiedliche Gefährdung feststellen und dazu kommt, dass diese Studien, auf die sich diese Ergebnisse beziehen, zum Teil widersprüchlich sind. Sie sind nicht ganz eindeutig und das liegt daran, dass es weit überwiegend epidemiologische Studien sind, die viele Leute über einen langen Zeitraum betrachten. Und da hat man das Problem, dass man zwar eine statistische Analyse machen kann, aber sehr schwer ist, eine wirkliche Ursache zu Wirkungsbeziehung aufzustellen. Das ist in diesem letzten Punkt hier angesprochen. Epidemiologische Studien sind grundsätzlich nicht geeignet, Kausalitäten aufzuzeigen. Sie zeigen nur, dass zwei Sachen zueinander in Beziehung stehen. Klassisches Beispiel, da kommt noch einer drüber, also Geburtenrückgang und Rückgang der Anzahl Störche ist so ein Fall. Dem gegenüber steht jetzt seit einiger Zeit, also diesen Bedenken gegenüber, die Veröffentlichungen, die hier kurz als Überschriften zusammengestellt worden sind von Frau Gerofke, dass Nitrat nicht nur negativ ist, sondern dass es durchaus positive Wirkungen gibt, die den einen oder anderen dann erstaunen, dass also nitratreiche Kost für die geistige Fitness im Alter positiv ist. Und wenn man sich diese positiven Aspekte jetzt anschaut, dann sind diese sehr stark, hängen diese sehr stark mit der durchblutungsfördernden Wirkung von Nitrat bzw. Nitrit und dem Monoxid, also Stickstoffmonoxid zusammen. Nitrat wird im und Nitrit werden im medizinischen Bereich als Therapeutika eingesetzt bei Schäden, die durch Durchblutung nach Operationen entstehen, bei Bluthochdruck, bei Schlaganfall, bei bestimmten Formen von Blutkrebs, bei Magenerkrankungen, nach Organtransplantation. Sie sind ein Bluthochdruckmittel oder sind Bestandteile dessen und sie, bei Hirnblutungen werden sie eingesetzt, um diese zu behandeln. Das heißt, alles Bereiche, die was mit Durchblutung zu tun haben und dieses Gas ist eines der wenigen, das als Therapeutikum zugelassen wird, das Umsetzungsprodukt, das letzte auf dieser Kette, Nitrat-Nitrit. Und dieses wirkt gegen unerwünschte Stoffe, regt die Blutzirkulation an
hat gefäßerweiternde Wirkung, also auch eine Wirkung auf den Kreislauf, auf die Blutgefäße, auf die Aktivitäten. Natürlich nur, da ist das Gesetz von Paracelsus, alles wirkt bis zu einem gewissen Grad positiv und danach negativ. Also bei physiologischen Konzentrationen ist dieses zu beobachten. Wenn man das zusammenfasst, dann ist es nicht nur ein negativer Aspekt, den dieses Nitrat in der menschlichen Ernährung hat. Dieses hatte ich dargestellt, potenziell kanzerogen, Tumore können dadurch, also durch die Nitrosamine ausgelöst werden, und dieses Flu-Baby-Syndrom, also die Beladung des Blutes mit Sauerstoff bei Babys, die beeinträchtigt wird, dem stehen positive, durch die Nahrung aufgenommene Nitratwirkungen gegenüber, Gefäßerweiterung und Blutdruck senkend und risikosenkende Effekte, die sich im Bereich der Tumoren und der Herzkrankheiten oder Diabetes im Wesentlichen abspielen. Das heißt, wir haben eine positive und eine negative Wertung, die man gegeneinander abstellen muss. Und ich denke, sind wir uns alle einig, es muss eine Risikoabwägung, eine Risikovermeidung vorgenommen werden. Diese findet statt, sie wird diskutiert und die Schlussfolgerung aus dem ist, dass Nitrat in seiner positiven und negativen Wirkung, jedenfalls in meiner Wahrnehmung, neu bewertet wird. Es gibt, was selten ist in Deutschland, Grenzwerte, die angehoben werden, was den Nitratgehalt von Diät, Salat, also Gemüsen und so etwas angeht, weil sich halt dort einiges, was die Erkenntnis angeht, tut. Nitrat selber als Nitrat ist nur in ganz großen Mengen wirklich schädlich. Es sind die Umsetzungsprodukte, das Nitrit und die Nitrosamine, von denen die Gefahr ausgeht, weshalb man aber natürlich das Trinkwasser und das Gemüse zunächst mal auf Nitrat untersucht und den Nitratgehalt optimiert. Zweiter Teil, Entdeckung Umwelt-Welternährung. Es ist vorhin angesprochen worden, wir haben einen immer größeren Anteil an Menschen zu ernähren. Dieses ist dargestellt, die Entwicklung der Düngemittelproduktion in Millionen Tonnen Stickstoff pro Jahr. Und Sie sehen, es werden ungefähr pro Jahr 2 Millionen Tonnen zusätzlich produziert. Seit 1970 fast die gerade Linie. Hier in dem Bereich hat es mal eine Anpassung des Marktes gegeben, also Übernahmen und Schließungen von Werken. Aber ansonsten geht man davon aus, dass das sich weiter fortsetzt. Mit dieser Düngemittelproduktion wird oft gesagt, geht eine Belastung der Umwelt einher, weil die Düngemittelproduktion selbst klimarelevante Spurengase produziert. Diese Abbildung zeigt Ihnen die Gesamtmenge an CO2, also alle alle klimarelevanten Gase umgerechnet in CO2, also Methan und so alles in CO2 umgerechnet, sodass die Unterschiede in der Wirkung damit ausgeglichen werden. Es zeigt Ihnen, dass von dieser Gesamtmenge von knapp 50 Milliarden Tonnen CO2 3/4 durch Energieindustrie, Abfall und die Industrie insgesamt bedingt werden. 1/4 immerhin kommen aus der Landwirtschaft. Davon macht die Düngerproduktion 1% aus, absolut. N2O aus der mineralischen Düngung, also Denitrifikation, beziehungsweise N2O aus organischen Endquellen, also Abbau von organischer Substanz, machen zusammen ungefähr 4% aus. CH4 aus der Tierproduktion hauptsächlich und vielleicht, das wird ein Thema der Zukunft sein, aus Biogasanlagen, die nicht ganz dicht sind, machen auch ungefähr 10%, 9% absolut aus. Und ein ganz großer Punkt ist die Umwandlung von landwirtschaftlicher Nutzfläche. Das heißt, global gesehen sind es die Umwandlungen von landwirtschaftlicher Nutzfläche, die Tierhaltung und im geringeren Teil der normale Ackerbau und am wenigsten die Düngemittelproduktion, die zu diesen CO2-Spurengas, klimarelevanten Spurengasemissionen beitragen. Auf der anderen Seite ist die Düngemittelproduktion und die Anwendung von Düngemitteln zu 50% an der Ernährung der Menschen heutzutage beteiligt. Wenn Sie sich die grünen Balken hier anschauen, das ist die Menge, die Anzahl an Menschen, die ernährt wird aus Produktionssystemen, die ohne Mineraldüngung auskommen.
Sie sehen, dass dieses in den letzten 20 Jahren kaum noch angestiegen ist, während der Anteil an Menschen, die jetzt über Mineraldünger ernährt werden, wo also die Nährstoffe aus der Düngemittelproduktion kommen, deutlich zunimmt in den letzten 50, 60 Jahren, sodass wir heute davon ausgehen, dass 50% der Menschen, also 3,2 Milliarden, mit also ihre Ernährung auch der Düngemittelproduktion oder der Mineraldüngung verdanken. Und dieses wird sich weiter fortsetzen, wenn die Anzahl Personen dann auf 8 oder 9 Milliarden ansteigt. Und es gibt kaum jemanden, der glaubhaft machen kann, dass diese Menge an Mineralnährstoffen tatsächlich in biologischen Produktionssystemen, die ohne Mineraldünger auskommen, ersetzt werden können. Es geht auch nicht mit Umwandlung und zusätzlichen Ackerflächen, dass wir die Menschen ernähren. Das sehen Sie hieran. Heutiges Alt, das sind insgesamt aber so ungefähr 13,5 Milliarden Hektar weltweit an Fläche. Heutiges Ackerland sind 1,6 Milliarden geeignetes Land, aber zumindest in Europa und in vielen anderen Teilen der Welt nicht umwandelbar in Ackerland, weil es Feuchtgebiete, Siedlungsflächen und Wälder sind. Ein bisschen, also ungefähr 1 Milliarde Hektar sind bedingt geeignet, aber würden wir als marginale Standorte bezeichnen. Und gut, na, sagen wir zwei Drittel sind für die Pflanzenproduktion unbrauchbar, sodass dieser kleine Balken hier oben vielleicht noch als Ackerland nutzbar wäre, wenn es denn zu Ackerland gemacht wird, sind ungefähr 120 Millionen Hektar, das ist weniger als 1% der Landfläche, die wir insgesamt zur Verfügung haben. Und die liegen dann noch in Brasilien und in Afrika, also für unsere Produktion hier spielt das keine wesentliche Rolle. Ein Aspekt, der dabei wichtig ist, der mir so vorher nicht klar war, und ich hoffe, ich kann Ihnen das nahe bringen. Wir können das, was wir produzieren, nicht nur in Tonnen ausdrücken, sondern in Hektar. Und wenn man es sich unter diesem Aspekt der Produktivität von Fläche vorstellt, dann ist das auf der linken Seite das, was aus Europa an Fläche, das heißt an Produkten umgerechnet, in Fläche exportiert wird. 1999, 2000 sind das ungefähr 18 Millionen Hektar. Und dieses geht zurück bei 2007, 2008 auf ungefähr 14, 15 Millionen Hektar. Das heißt also, die Europäische Union exportiert weniger, aber sie importiert, und das ist das, was an Nahrungsprodukten flächenmäßig reingebracht wird, sie importiert deutlich mehr. Und das sind hauptsächlich die Sachen, die also wir hier nicht produzieren können, Öl und Eiweißfrüchte. Das heißt, wir produzieren im Grunde, oder wir produzieren bei uns sehr viel weniger, als wir verbrauchen. Und netto kommt dabei heraus, dass wir einen Nettoimport an Fläche haben mit diesen Gütern, der so im Bereich von 30 Millionen Hektar liegt. 33, 35 Millionen Hektar. Wenn wir dieses nicht wollen, dann müssten wir intensivieren, wenn wir also eine höhere Selbstversorgung haben wollen, intensivieren. Das geht nur über stärkeren Ertragszuwachs, weil die Flächen begrenzt sind. Wenn wir jetzt 20% Bioanbau fordern, dann heißt das aufgrund des niedrigeren Ertragsniveaus, das wir haben, dass wir zwar bei uns hier wunderschön biologisch arbeiten, da kann man auch einige Gründe dafür finden, aber es bedeutet unterm Strich, dass wenn wir unsere Lebenseinstellung, unsere Verzehrgewohnheiten und so etwas nicht ändern, dass wir mehr Produkte importieren müssen, das heißt mehr Fläche im Ausland in Anspruch nehmen, um uns selbst zu versorgen. Und wenn man diese Bio-Treibstoffziele verfolgt, dann führt das auch zu einer erhöhten Anspruchnahme ausländischer Flächen durch den Import. Das heißt, wenn ich diesen Teil zusammenfasse, dann ist meine Schlussfolgerung, und über die können wir gerne diskutieren, bei wachsender Weltbevölkerung geht an der Intensivierung der Landwirtschaft kein Weg vorbei. Das heißt, wir müssen die Flächen, die wir bestellen, um die zusätzlichen Menschen zu ernähren, intensivieren. Wir können auch versuchen, auf den Flächen, die wir haben, mit dem gleichen Aufwand
effizienter zu arbeiten. Und für diese Effizienzerhöhung gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal die Nutzungseffizienz zu erhöhen, das heißt also das, was wir ausbringen an Düngemitteln, effizienter aufnehmen zu lassen. Das sind die Systeme, auf die ich nachher noch kurz eingehe. Neben Düngungssystemen, neben Nitrifikationsinhibitoren und sowas, auch die modernen Methoden einer teilflächen spezifischen Düngung. Und das ist dann eher der züchterische Aspekt. Man kann auch die Verwertungseffizienz erhöhen, das heißt dafür sorgen, dass Kulturen, das ist zum Beispiel Weizen, mit einem oder anderen Stroh-Korn-Verhältnis produziert wird, sodass von der Menge, die wir an Nährstoffen ausbringen, dann letztlich mehr im Erntegut drin ist und weniger auf dem Feld verbleibt. Aber ohne einen dieser Wege, also entweder Nutzungseffizienz erhöhen oder Verwertungseffizienz erhöhen oder insgesamt die Intensität der Flächenproduktion zu erhöhen, werden wir weltweit, weil die Flächen nicht vermehrbar sind, die zunehmenden Personenzahlen, also die 8, 9 Milliarden Personen bis 2050, nicht ernähren können. Gehen wir zur Stickstoffdüngung, und zwar zu den Ergebnissen, die ich Ihnen vorstellen möchte, was jetzt die Herbst- und Frühjahrsdüngung angeht. Das wird sich vielleicht im einen oder anderen Fall ein wenig noch ändern, wenn tatsächlich diese neuen Düngeverordnungsregeln durchkommen. Da weiß ja immer keiner so genau, wie strikt sie sein werden. Aber es gibt Ergebnisse, die ich interessant fand, vor dem Hintergrund nicht allein der Stickstoffdüngung, sondern der Spurenelementversorgung, die von Herrn Bauer vom Gartersleben publiziert worden sind. Der hat durch eine Herbsternährung von Weizen mit physiologisch sauren Düngern, also schwefelsaurem Ammoniak, eine deutlich erhöhte, signifikant erhöhte Spurenelementkonzentration im Frühjahr gefunden. Das zeigt diese Abbildung. Hier ist die Nährstoffkonzentration angegeben und es ist immer gegenübergestellt der gelbe Balken mit ohne schwefelsaures Ammoniak und der grüne Balken mit schwefelsaurem Ammoniak als Düngemittel. Und Sie sehen überall da, wo so ein Sternchen oben drüber ist, haben wir signifikante Unterschiede. Und wenn wir uns nur mal hier diese anschauen, das heißt schwefelsaures Ammoniak erhöht die Phosphatkonzentration und weil Schwefel drin ist, nicht weiter erstaunlich, auch die Schwefelkonzentration, aber es erhöht auch die Magnesiumkonzentration, die Zinkkonzentration und die Borkonzentration. Und das liegt daran, dass in Wurzelnähe der pH-Wert bei der Aufnahme von Ammonium absinkt und dadurch die Löslichkeit dieser Spurenelemente ansteigt. Der Autor macht diesen Effekt unter anderem dafür verantwortlich, dass Beobachtungen da sind, dass die Winterhärte gefestigt wird, weil diese Spurenelemente am Zellwandaufbau beteiligt sind und von daher auch eine Funktion, ihnen eine Funktion bei der Frosthärte zugesprochen wird. Hier ist schwefelsaures Ammoniak verwendet worden. Schwefelsaures Ammoniak alleine ist nicht das Einzige, was verwendet werden könnte oder wo man so einen Effekt erwartet. Es ist hier oben das mit der höchsten Säurekomponente, also wenn Sie jetzt den Kalkwert angeben, das höchste Negative heißt, also das ist die stärkste versauernde Wirkung, aber es gibt natürlich eine ganze andere Anzahl ammoniumhaltiger Düngemittel mit und ohne Schwefel, die diesen Effekt haben und von dem man einen dann mehr oder weniger starken Effekt auch erwarten könnte. Es sind nicht nur die stickstoffhaltigen Düngemittel, das möchte ich dazu sagen, man würde einen ähnlichen Effekt auch von zum Beispiel Trippelsuperphosphat erwarten, weil Trippelsuper um das Korn herum, wenn es denn im Boden liegt und wenn es benetzt wird, einen relativ starken versauernden Wirkungskreis hat, also der Boden direkt um das Korn herum wird relativ sauer und würde dann auch zu solchen Verfügbarkeitsänderungen führen. Ein anderer Punkt, der mit diesen ammoniumhaltigen Düngemitteln zusammenhängt, ist, dass Ammonium im Boden weniger beweglich ist. Sie kennen dieses System, aus dem Getreidebau, zumindest von Demonstrationen her, Kultanverfahren, wo flüssige ammoniumhaltige Düngemittel über diese Zapfen in den Boden eingeleitet und als Depot abgelegt werden. Diese Methode oder diese Art der Applikation ist erweitert worden und geht jetzt auch, natürlich mit dem entsprechenden technischen
Aufwand, funktioniert jetzt auch für Raps. Und ich bin mal gespannt, ob sich das letztlich durchsetzt. Im Moment ist der Einsatz doch relativ stark begrenzt. Also wir brauchen nur einen Unternehmer, der das macht, und hauptsächlich in Wasserschutzgebieten und so wird das als Alternative diskutiert. Aber Sie sehen hier gegenübergestellt Kalkammonsalpeter in einzelnen, in zwei Gaben zu Winterraps oder Injektionen und Kombinationen aus Injektionen und Kalkammonsalpeter in den Einfluss auf den Rapsertrag. Ohne Düngung um die 33 Doppelzentner mit relativ großer Schwankungsbreite, also dreijährige Versuche, Injektion im Herbst, Mindererträge oder geringere Ertragszuwächse, muss man sagen, mit großer Schwankungsbreite. Aber alle anderen Injektionsvarianten kommen vom Ertrag her an diese Kalkammonsalpeter, also die Standardvarianten, heran. Das heißt, dieses System hat das gleiche Ertragspotenzial, wenn man es anwendet. Es ist allerdings verbunden mit einigen Vor- und Nachteilen, die man in Rechnung stellen muss. Also Vorteile sind Depotdüngung, und Herr Fuchs von der SKW wird da ja noch was drüber sagen. Also Depotdüngung, relativ sichere Endwirkung, anstrengende einsetzende Trockenheit, Auswaschungsverluste werden vermieden. Die Nährstoffe sind nicht erosionsgefährdet, weil sie relativ weit in den Boden injiziert werden. Exakte Ausbringung, wenn dann die entsprechenden Vorkehrungen getroffen werden. Die Nachteile liegen auf der Hand. Das Gerät ist relativ teuer, beziehungsweise man muss Lohnunternehmer dort mit beauftragen. Und wenn man dieses als einmalige Gabe gegeben hat, kann man halt, dann ist der Vorteil weg, wenn man es zweifach oder dreifach splittet, dann kann man also auch in der Vegetation nicht entsprechend schnell mehr reagieren. Dies ist etwas, was ausgefeilt ist. Es ist der Ansatz aus der Biomasse, aus der Biomassebildung bei Raps im Herbst abzuleiten, wie hoch denn der Stickstoffgehalt in der Pflanzensubstanz ist. Und dann dieses für das Frühjahr als Information zu nehmen für die erste Rapsgabe. Sie sehen hier einfach eine Abfolge von Herbstbeständen bei Winterraps mit der entsprechenden Aufwuchs, also 26 Dezitonnen Hektar, enthalten 64 Kilogramm N. Und je dunkler und je fetter der Bestand ist, umso höher sind natürlich die Trockenmassegehalte, da wären wir auch so drauf gekommen, und entsprechend die Stickstoffgehalte. Das könnte man jetzt im Labor messen mit relativ großem Aufwand. Was die Sache aus meiner Sicht charmant macht, ist, dass man aus dem Ertrag sehr gut die Stickstoffmenge wirklich abschätzen kann. Sie sehen hier die Frischmasse aufgetragen aus einer ganzen Reihe, also 750 Datensätzen. Die Frischmasse aufgetragen und die Menge an Stickstoff, die in dieser Frischmasse drin sind. Und Sie sehen, dass diese Beziehung sehr eng ist. Je weiter man hier hochkommt, umso größer wird die Streubreite. Aber das R-Quadrat ist für Feldversuche und Analysen also gigantisch gut. Und man sieht, dass wenn ich also mehr Frischmasse messe, ich daraus sehr gut ableiten kann, wie hoch die Menge an Stickstoff ist, die in dieser Masse drin ist. Also wenn man dieses tut, wenn man Teilflächen beprobt und diesen Raps wiegt, kann man über eine Umrechnung relativ gut die Menge an Stickstoff feststellen, die in diesem Raps drin ist, und kann dann im nächsten Jahr die Düngung darauf aufbauen, beziehungsweise die gesamt zu düngende Menge um die Beträge reduzieren. Das ist eine Methode, die ist relativ simpel und aus meiner Sicht sehr vielversprechend. Es gab das aber auch schon früher einmal, und ähnliche Sachen wie zum Beispiel Nitratschnelltest und so, die auch relativ schnell und relativ verlässlich funktionierten. Also meine persönliche Anmerkung ist, ich bin mal gespannt, wie sich dieses in den Betrieben tatsächlich durchsetzt, um die Stickstoffdüngung im Frühjahr dann sagen wir, auf Basis dieser Daten abzuleiten. Das Potenzial ist da, wie die Umsetzung dann letztlich stattfindet, das ist aus meiner Sicht noch
ein bisschen offen. Und Frühjahrsdüngung zu Mais, das, was diskutiert wird und was unter dem Aspekt Verluste reduzieren und Effizienz erhöhen, aus meiner Sicht ganz interessant ist und auch zunehmend diskutiert wird und eingesetzt wird, ist die Unterfußdüngung von Gülle, in diesem Fall hier zu Mais. Wenn Sie nur einmal schauen, den Ertrag gegenüber die hier unten aufgetragen, die Phosphatmengen, dann sehen Sie, dass Gülle eine dem DAP, also der Mineraldüngung, vergleichbare, zum Teil überlegene Wirkung auf den Ertrag von Mais hat. Und man würde auf diese Art und Weise in viehhaltenden Betrieben, wenn die Technik funktioniert, und das tut sie, könnte man auf diese Art und Weise die Gülle sehr effizient einsetzen und auch die Umweltauflagen oder die Umweltanforderungen relativ problemlos erfüllen. Also Gülle unter Fuß bei Mais würde zum Teil oder vollständig die mineralische Unterfußdüngung ersetzen können, verbessert die N- und P-Bilanz, weil die Ausnutzung größer ist und hat dann, was die Gülleverwertung angeht, auch eine bessere Wirtschaftlichkeit. Dieser Punkt erscheint mir wichtig, auch das ist schon gesagt worden, möchte ich aber hier unterschreiben. Solche Versuche, also solche Aussagen, solche Methoden bedürfen Praxis- und Exaktversuchen und die Kapazitäten, die im Moment vorhanden sind, um solche Versuche durchzuführen, bei Landesanstalten und bei Kammern sind beschränkt bzw. werden immer weiter beschränkt. Der Stand der Technik ist sehr vielversprechend und der wirtschaftliche Einsatz ist zu erwarten. Wir werden sehen, wie sich dieses in Zukunft dann in den Betrieben durchsetzt. Stickstoffdüngung im Herbst und Frühjahr ist damit aus meiner Sicht abgehandelt. Es ist ein Feintuning, das stattfindet mit ein paar Geräteentwicklungen, die uns vorwärts bringen, aber so ganz entsetzlich viel tut sich da nicht, muss man, glaube ich, so sagen. Spätdüngung, Ertrag und Backqualität als nächsten Punkt. Hier ist angegeben der Kornertrag von Weizen mit ohne Düngung und mit 60 bzw. 90 Kilogramm Spätdüngung. Und da trage ich euren Erwarten, mit dieser Spätdüngung erhöhen Sie den Ertrag. Und man kann zu der Schlussfolgerung kommen, die auch Gerd Baumgärtel gezogen hat, wenn man vor allen Dingen, wenn man die direktkostenfreie Leistung dagegen stellt, dass mit 60 Kilogramm N als Spätgabe der Kornertrag oder der ökonomischste Stickstoffaufwand verbunden ist. Er kommt auch zu dem Ergebnis, dass man mit 90 Kilogramm noch ein bisschen besser liegt, vor allen Dingen, wenn es darum geht, die Rohproteingehalte über die 13% zu bringen und die Erträge entsprechend herzustellen. Aber wenn ich 90 Kilogramm dünge, dann kommen von diesen 90 Kilogramm nur 50-60%, also 40-50 Kilogramm im Korn an. Der Rest bleibt sozusagen im System und wird mit dem Erntegut nicht abgefahren. Dieses führt prinzipiell dazu, dass Ihr Saldo, den Sie errechnen, positiver ist, als wenn Sie es nicht tun. Wenn Sie also von 60 auf 90 Kilogramm gehen, springen Sie gegebenenfalls über diese 90, über die 13% Rohprotein, aber Sie haben auch einen höheren positiven Stickstoffsaldo. Das heißt, das möchte ich nochmal an Beispielen zeigen, wenn Sie 60 Kilo N Spätdüngung applizieren, das sind die Ergebnisse aus Niedersachsen, dann erreichen 41% der Parzellen, in denen diese Versuche gemacht worden sind, den Rohproteingehalt von 13% nicht. Wenn Sie 90 Kilogramm Spätdüngung ausbringen, dann geht dieses von 41 auf 26% zurück. Das heißt, es bleiben aber immer noch ein Viertel der Flächen, die diese 13% Rohproteingehalt und damit die Hürde zur Qualitätsbezahlung nicht überspringen. Erst wenn Sie 120 Kilo oder wenn man dort 120 Kilo düngt, dann kommen fast alle in den Bereich von 13% Rohprotein. Das, die Schwierigkeit oder das, was daran ein bisschen irritierend
ist und irritierend war, war dann, dass die Beobachtung oder die Feststellung, dass der Eiweißgehalt verschiedener Sorten eigentlich mit der Qualität des Mehls, das hinterher verbacken wird, nicht unbedingt etwas zu tun hat, unbedingt natürlich sehr viel zu tun hat. Man will ja, wenn man die Backqualität bewertet, ein bestimmtes Volumen an Teig produzieren mit dem Mehl. Und die Vorstellung ist, dass dieses Rohprotein einen wesentlichen Einfluss auf das Backvolumen hat. Da gibt es standardisierte Tests, Rapid-Mix-Tests heißen die. Das heißt, man unter ganz standardisierten Bedingungen machen verschiedene Labore. Das ist jetzt keine Werbung, das ist nur eine ganz gute Seite gewesen, die ich rauskopiert habe. Also aus standardisierten Zutaten wird über einen standardisierten Prozess Teig gemacht. Dieser wird gehen lassen und er wird anschließend gebacken, sodass wir ein standardisiertes Formstück haben. So etwas ähnlich wie Brötchen. Und dieses wird dann imprägniert und getaucht in so ein Wasserglas und damit können sich das Volumen bestimmen. Und unsere Vorstellung ist jetzt, dass je höher der Rohproteingehalt ist, umso höher ist das Backvolumen. Das heißt, umso höher ist der Wert, die Qualität dieses Backweizens. Wenn Sie sich die Ergebnisse anschauen in dieser Abbildung, dann ist dort aufgetragen der Rohproteingehalt, hier sind unsere 13%. Hier ist das Backvolumen, das in diesem Test, den ich Ihnen gerade geschrieben habe, bestimmt worden ist. Und Sie sehen hier verschiedene Qualitätsgruppen von Weizen, die auf dem Bundessortenamtliste basieren. Die grünen ist C-Weizen, gelb B-Weizen, blau A-Weizen und rot ist E-Weizen. Und was Ihnen sofort auffällt ist, die sind nicht wunderschön in einer Reihe aufgereiht, sondern sie haben eine Streuung von links nach rechts und von oben nach unten. Sie kriegen das gleiche Backvolumen, ich nehme das jetzt mal raus, ins Backvolumen von 650 Milliliter, also ein Dreiviertel Liter sowas. Zwei Drittel Liter bekommen Sie sowohl mit ein paar A-Sorten, mit vielen A-Sorten, Sie bekommen sie auch mit B-Sorten und Sie bekommen sie auch mit ein paar C-Sorten. Und Sie bekommen dieses gleiche Backvolumen mit Rohproteingehalten von 10 bis 11 und Sie bekommen sie auch mit 14,5 bis 15% Rohprotein. Das heißt, der Rohproteingehalt, wenn man es statistisch ausdrückt, der Rohproteingehalt steht in einer Beziehung zu diesem Backvolumen, aber er macht nur 50% der Variabilität aus. Er erklärt nur 50% der Variabilität. Die anderen 50% sind Sorteneigenschaften, wie zum Beispiel die Proteinzusammensetzung und anderes. Das heißt, aus meiner Sicht, wenn ich das zusammenfasse, dass der Rohproteingehalt nicht das einzige Maß und vielleicht auch nicht das richtige Maß für eine Qualitätsbeurteilung vom Weizen ist, aber es ist das Maß, nach dem Sie Ihren Weizen die Qualitätsbezahlung kriegen. Und ein anderer Punkt, ich habe für eine Ausstellung mal versucht, als Lufa-Direktor Brötchen backen zu lassen, die Backfehler haben. Und habe in einem Institut für Getreidequalität und Getreideforschung angerufen, in Potsdam-Rehbrücke. Und der Mann im Labor hat zu mir gesagt, junger Mann, alles schön und gut, aber dieses Problem haben wir eigentlich nicht, die Großen der Qualität. Es gibt keine große Bäckerei, die sortenreines Mehl verbackt. Die mischen alle und die mischen alle so, dass sie hinterher das Mehl haben, das auch reproduzierbar jedes Jahr wieder eingesetzt werden kann. Und was die mit dieser Mehlmischung nicht hinkriegen, das kriegen die durch Backhilfsmittel hin. Also auf diese Argumentation aufbauen. Und deswegen, das war für mich nur ein Hilfsmittel, um mich daran zu erinnern, ist also dieser Bereich Qualität auch abgedeckt. Und lassen Sie mich da so zusammenfassen. Wir wissen, wie man Qualitätsweizen mit 13% Rohprotein produziert. Wir wissen auch, dass davon zum größeren Teil dann die Qualitätsbezahlung abhängt. Aber was zweifelhaft ist oder was zumindest in der Diskussion ist, ist, dass mit diesem Rohproteingehalt und seiner Bezahlung auch tatsächlich die Mehlqualität zusammenhängt. Letzter Teil hatte ich versprochen über die sensorgestützte Enddüngung zu reden und ein paar Ergebnisse, Weiterentwicklungen Ihnen
nahezubringen. Ganz kurz als Einstieg, weil ich hoffe, Sie ja noch ein kleines bisschen von Thema zu Thema. Ich spreche also über Online-Systeme im Wesentlichen. Das heißt Systeme, wo die Stickstoffdüngung aufgrund einer Messung mit irgendeiner Sorte Sensor, einer Berechnung nach irgendeinem Algorithmus, Maschinen- bzw. firmenabhängig, und dann mit einer Regelung ausgebracht wird, also der Düngerstreuer angesteuert wird. Was man dazu braucht, ist eine Festlegung eines Düngungsniveaus, abhängig von Standort, Ertragspotential, Sorte und EC-Stadium. Das nimmt ein Sensor nicht ab. Die Festlegung einer Düngungsstrategie, das heißt, die Frage, dünge ich da, wo schon viel wächst, viel oder wenig? Also auch, hat auch was mit der Bestandesführung zu tun. Auch das nimmt diese Grundsatzentscheidung, einen Sensor nicht ab. Und natürlich den Regelbereich, die Festlegung der minimalen und maximalen Applikationsmenge. Dieses ist das, was nach wie vor Aufgabe von Landwirten und Beratern ist. Die Systeme, die zur Verfügung stehen, sind einmal auf Reflexion aufgebaut, das heißt also, ich bestrahle mit aktiver oder passiver Lichtquelle, also mit Sonnenlicht oder mit, im Fall von den meisten Systemen, die jetzt im Handel sind, mit Hilfe von aktiver Bestrahlung den Pflanzenbestand und kann aus der Chlorophyll-Reflexion, aus dem Blattflächenindex oder aus einer Verhältniszahl, aus dem normalisierten Vegetationsindex, dem NDVI, ableiten, wie hoch die Stickstoffversorgung ist und oder wie hoch die Biomassebildung auf dem Feld ist. Und dieses bewirkt dann sozusagen die Regelung nach einer mathematischen Verarbeitung, die Regelung hinten am Düngerstreuer. Es gibt auch Transmissionsmessungen, also der N-Tester ist so ein System, das die Chlorophyll-Reflexion oder die Chlorophyll-Konzentration misst, und es gibt andere Fluoreszenzmessungen, die Befall mit Pilzen und oder Stickstoffversorgung misst. Also es gibt eine ganze Reihe Systeme, die gleichen Ergebnisse potenziell liefern. Was uns diese Systeme nicht abnehmen, und das ist eigentlich gut und schlecht gleichzeitig, ist eine strategische Entscheidung. Und zwar, das hat das hier ein Landwirt dargestellt, welche Strategie fahre ich denn? Das heißt, was sage ich meinem Regler, was er machen soll? Wenn N nicht ertragsbegrenzend ist, dann muss ich potenzialorientiert düngen und gegebenenfalls komme ich zu einer Stickstoffeinsparung durch so ein System. Wenn Stickstoff ertragsbegrenzend ist, dann müsste ich, er nennt das reparaturorientiert, das heißt, er müsste die Stickstoffversorgung verbessern, das heißt mehr düngen, und das würde zu einer Ertragssteigerung kommen. Diese beiden Wege habe ich prinzipiell, also Mittel einsparen oder den Ertrag hochpowern. Das Problem, das wir haben, ist im Einzelfall zu entscheiden, welcher Weg richtig ist. Ja, wenn Sie einen Bestand haben, sich den anschauen, dann dem Rechner zu sagen, was er tun soll, also welche Seite dieses Kastens, auf welcher Seite wir uns jetzt gerade befinden. Und das ist ein Punkt, der in der Diskussion ist. Und vor allen Dingen, du guckst nur hier oben auf die linke Fläche, auf Flächen, die so stark heterogen sind, wo hier hinten der Bestand schon abgereift ist, während er hier vorne noch bei weitem nicht abgereift ist. Wo also die Heterogenität der Flächen sehr groß ist und auch, würde ich jetzt schätzen, das Ertragspotenzial auf verschiedenen Teilflächen ganz unterschiedlich groß ist. Das heißt, die Frage ist, wie gehe ich da vor, und der Ansatz, der entwickelt worden ist von der Uni in München, also die Folie vielleicht noch, das Bild, was Sie eben gesehen haben, zeigt ja, dass Wasser auf der einen Seite ertragsbegrenzend sein kann und auf der anderen Seite der Stickstoff, und diese beiden Vorgänge gehen ineinander über. Ja, Sie wissen, man weiß das, wir wissen das
am Anfang der Vegetationsperiode nicht, was begrenzt sein wird, Wasser oder Stickstoff. Deswegen wäre es gut, es vorher zu wissen, aber in vielen Fällen wissen wir das eben nicht. Und dieses Problem der Heterogenität wird umso größer, je weniger Wasser zur Verfügung steht. Und hier auf der linken Seite sehen Sie also das, was an klimatischer Wasserbilanz, also wenn das positiv ist, also blau oder so, dann haben wir eine Grundwasserspende. Wenn es rot ist, dann sind wir so nah oder dann später im ariden Bereich, müssen keine nette Grundwasserspende mehr haben. Und wenn man die Vorhersagen für unseren Zeitraum bis 2020 vergleicht mit Modellrechnungen von 2040 bis 2050, sieht man, dass das Wasser immer weniger verfügbar wird. Und das bedeutet auch, dass auf unseren Feldern die Heterogenität von Jahr zu Jahr und die Heterogenität innerhalb der Flächen mit großer Wahrscheinlichkeit immer größer wird und dass wir uns darauf einstellen müssen. Wie kann man so eine Situation etwas in den Griff bekommen? Der klassische Ansatz, den wir auch als Standard eigentlich im Bereich der Phosphor- und Kali-Grunddüngung, wenn wir sie denn teilflächenspezifisch machen, verfolgen, ist der Mapping-Ansatz. Das heißt, wir nehmen uns einen Schlag und untersuchen oder nehmen aus Karten unterschiedliche Tongehalte, unterschiedliche Bodenarten und machen eine Karte mit einer gewissen Zonierung. Fassen also Bodenarten zusammen und sagen, da wo es dunkel ist, jetzt in dem Fall, ist der Ertrag besonders hoch, das ist unsere Hypothese, besonders hoch, weil die Wasserhaltefähigkeit des Bodens besonders hoch ist. Und dort dünge ich dann relativ viel, weil das Ertragspotenzial auch hypothetisch besonders hoch ist. Und da, wo der Boden leichter ist, tue ich das eben nicht, sodass ich diese Flächen aufteile. Das wäre der Mapping-Ansatz, den ich also auf einer festen Struktur aufbaue. Der andere Ansatz ist der Online-Ansatz, der mit den Geräten, die ich vorhin gezeigt habe oder kurz zusammengefasst habe, durchgeführt wird. Das heißt, ich gehe davon aus, dass der Boden unten drunter mehr oder weniger vernachlässigbar ist oder dass ich zumindest nicht genug Informationen darüber habe und fahre oben drüber, messe den Bestand und nach meiner vorgegebenen Strategie bringe ich den Dünger dann aus, praktisch wird in dem Zeitraum entschieden und ausgebracht, wo der Schlepper über das Feld fährt. Das, was uns in diesen Situationen von sehr unterschiedlichen Erträgen über die Jahre und zwischen Teilflächen weiterhelfen könnte, ist der Ansatz, dieses beides zu kombinieren. Das heißt, Informationen zu kombinieren, die zu einem ständigen Muster führen, wo ich also immer wieder auf bestimmten Stellen feststelle, auf bestimmten Teilen des Schlages feststelle, dass dort minder oder höhere Erträge sind und dieses sozusagen als Kapazität nehme und dann in einem zweiten Gang online oben drüber fahre und nur noch modifiziere, je nachdem wie der Pflanzenbestand aussieht. Die Frage ist, wie könnte das dann praktisch aussehen, also wie ist der Arbeitsablauf, wenn das auf einem Feld der Biomasseaufwuchs ist, von viel nach wenig, also zum Beispiel das Feld, was ich Ihnen vorhin gezeigt habe, mit dieser trocken- oder frühreifen Trockenstelle oben, und das wäre also dieses hier. Ich weiß aus meiner Erfahrung, dass dort in vielen Jahren, in 7 von 10 Jahren wegen mir, Mindererträge auftreten. Dann nehme ich aus dieser Ertragskarte, die ich zum Beispiel erstelle, einen niedrigen Sockelbetrag und regle obendrauf mit dem Sensor beim Rüberfahren in den mittleren Bereich, wo die Erträge eine bestimmte deutliche größere Höhe haben, würde ich aus der Karte, aus der Ertragskarte mehr einen größeren Sockelbetrag nehmen und dann darauf regeln und bei der bei dem hohen Ertragspotenzial, da würde man eine größere Grundmenge nehmen und dann darauf regeln. Das hat den großen Vorteil, dass Sie den gleichen Regelmechanismus praktisch über alle Teile des Feldes nehmen können. Die Frage ist, wo kriege ich solche Karten her? Wenn ich das dann schon vernünftig finde, wo kriege ich solche Karten her? Und es wird diskutiert, dass wir solche Karten
dass wir zum Beispiel mit dem EM38, also mit einer Leitfähigkeitsmessung, diese Ertragskarten ersetzen oder abschätzen können, wenn wir schon selbst auf dem Mähdrescher oder im Durchflussverfahren halt den Ertrag auf den Flächen nicht messen können, wäre dies eine Hilfsmöglichkeit. Man geht davon aus, dass die Stickstoffdüngung dann eine Funktion der Biomasse und der elektrischen Leitfähigkeit ist, wobei die elektrische Leitfähigkeit als Karte unten drunter gelegt wird. Unsere Vorstellung ist dann, dass von dieser elektrischen Leitfähigkeit der Ertrag direkt abhängt. Das kann auch so sein, aber es ist halt eine indirekte Größe, man müsste eine Korrelation machen. Das kann auch so sein, Sie sehen hier, zwischen der Leitfähigkeit und der Chlorophyllreflexion eine ziemlich gute lineare Beziehung, ist nicht ganz optimal, aber die ist ziemlich gut. Das wäre eine gute Voraussetzung, um eine solche Karte als Grundlage zu nehmen. Aber es gibt Bedingungen, und das sind 5, 6 Felder aus Dänemark, wo diese Beziehung zwischen der Leitfähigkeit und der Reflexion des Pflanzenbestandes nicht besonders gut ist, um das mal freundlich auszudrücken. Das liegt daran, dass Einmalmessungen natürlich eine Bestandsaufnahme zu einem Zeitpunkt sind und dass es schon sehr gut ist, wenn man die gleiche räumliche Auflösung hat, zum einen von der Messung her gesehen, als auch von der Messung mit der Leitfähigkeit, mit dem Leitfähigkeitsmessgerät und auch mit dem entsprechenden Sensor. Eine Möglichkeit gibt es also, wenn wir sicherstellen, dass diese, oder langfristig zumindest durch mehrfache Messungen sicherstellen können, dass es eine gute Beziehung gibt zwischen dem, was so ein Sensor misst, und dem, was an Bodeneigenschaften hinter liegt. Einmalmessungen haben nämlich das Problem, das können Sie hier ganz, ganz eindeutig und leicht sehen, dass wenn Sie in einem Jahr messen, wo es relativ trocken ist und Sie bestimmen den Vegetationsindex, dann sehen Sie, dass hier so eine Schrundstelle ist, das ist so etwas Ähnliches wie diese Trockenstelle, die ich vorhin auf dem Foto gezeigt habe. Und insgesamt gibt es hier noch so kleinere Patches, wo der Ertrag höher und niedriger ist, auch relativ engräumig. Wenn Sie die gleiche Aufnahme in einem nassen Jahr machen, sind diese ganzen Stellen, die, wenn Sie drüben die Ackerzahlkarte sich anschauen, die also leichte Böden sind, die werden dann kaschiert, weil wenn es oft genug regnet, können Sie auch auf leichten Böden erheblich hohe Erträge erzielen und die Pflanzen ernähren sich gut. Das heißt, die Datenbasis ist das, was den Ausschlag gibt, ob das wirklich gut funktioniert. Und da kommt man weder mit solchen Bildern noch mit EC-Messungen, mit einjährigen Messungen, es sei denn, man hat Glück und man kriegt ein durchschnittliches Jahr, kommt man nicht besonders weit. Weshalb der Ansatz, der an der Uni in München verfolgt wurde, ist, verlässliche und stabile Karten zu produzieren. Und dieses wäre eine Ertragspotenzialkarte, wie es da genannt wird. Dieses sind Ergebnisse von Ertragserhebungen, die Sie mit dem Mähdrescher machen können. Das funktioniert ja problemlos, hat den Nachteil, dass es für viele Früchte, wo man gut Geld mit verdienen kann, keine Online- oder keine Ernteertragserhebung im Feld direkt gibt. Aber für Getreide geht das relativ gut. Sie können dann das Know-how des Landwirtes mit einbeziehen, was jetzt Reliefstrukturen angeht und so, kann man alles mit aufnehmen und dann macht man eine Karte nach bestem Wissen und Gewissen und legt diese Karte mit den Ertragsregionen unten drunter und regelt dann innerhalb der Niedrigertrags- und der Hochertragsareale auf den entsprechenden Potenzialen mit dem Sensor oben drüber. Das können übrigens alle Sensoren, die im Moment auf dem Markt sind, mit mehr oder weniger großem Aufwand tun. Auch dieses zeigt Ihnen noch, sagen wir mal, das etwas eingeschränkt. Ein anderer Ansatz ist der, wenn man Satellitenaufnahmen nimmt. Satellitenaufnahmen kann man kaufen, 10 Jahre gibt es praktisch für alle Regionen, einschließlich Ungarn und die Ukraine, können Sie also Flächenkarten kaufen und können den NDVI, also diesen Vegetationsindex, ausrechnen. Und den können Sie ausrechnen aufgrund der Abbildung für alle Kulturen, die da wachsen, weil sie nichts anderes machen als Abweichung vom Mittelwert.
von dieser Bestandesdichte zu errechnen. Und wenn Sie diese Karten, wegen mir 10 Karten übereinander legen, dann gibt es Fälle wie hier, das sind also in dem Fall da rechts 5 von 7 Jahren, kriegen Sie ein Bild, das etwa so aussieht. In 5 von 7 Jahren haben Sie hier eine Minderertragsregion und hier einen Streifen mit Hochertrag oder mit höherem Ertrag oder anderes Bild hier mit größeren Unterschieden. Mindererträge, gelb ist Durchschnittsertrag und Hochertrag. Das heißt also in 5 von 7 oder in 7 von 10 Jahren, wenn Sie das übereinander legen, kriegen Sie immer mehr oder weniger dieses Muster. Das heißt, die Aussage ist, in 7 von 10 Jahren ist das die Ertragserwartung, ist das der Pflanzenaufwuchs und Sie haben eine 70%ige Wahrscheinlichkeit, dass es im 11. Jahr auch so ist. Und dann kann man entsprechend dieses als Basis für die Düngerempfehlung, also für die Regelung und für die Berechnung der Düngermenge heranziehen. Also dann diese Karten, die ein stabiles Muster zeigen, entsprechend aufsplitten und die Regelung oben drüber laufen lassen. Wenn ich das zusammenfasse, möchte ich einen Punkt hervorheben, also aus meiner Sicht ein vielversprechendes System, erfordert eine gute Datenbasis und es macht uns nicht davon frei, uns unsere eigenen Gedanken zu machen, eine eigene Strategie zu entwickeln, denn wie viel wo geregelt wird und ob Sie den Bestand so haben wollen, ob er lieber stärker bestocken soll oder nicht, diese ganzen Entscheidungen werden Ihnen nicht abgenommen. Deswegen die Zusammenfassung sozusagen als Schlussfolgerung aus meiner Seite. Sensoren dienen als Werkzeuge. Sie nehmen Ihnen nicht die wesentlichen Entscheidungen ab. Sie führen nur bei der Umsetzung zu einer Erleichterung und vor allen Dingen verbessern Sie die Dokumentation. Damit bin ich am Ende meines Vortrags und möchte den zusammenfassen. Ich habe ja 5 Punkte angesprochen. Die Art der Verwendung und natürlich das Alter bestimmen über Schädlichkeit und Nützlichkeit von Nitrat bzw. in Umsetzungsprodukten. Der Gesundheitszustand der Verbraucher ist eine wesentliche Einflussgröße und ich denke, dass ich in der Diskussion um die Schädigung des Nitrates in Zukunft noch etwas bewegen wird. Der globale Teil nach meiner Auffassung ist eine weitere Intensivierung unbedingt notwendig. Bei gleichem Nahrungsmittelverbrauch, also wenn wir alle Gewohnheiten beibehalten, dann wird eine Extensivierung in Europa zu einem erhöhten Flächenbedarf außerhalb Europas führen. Und das ist eine politische Entscheidung und eine ethische. Bei der Herbstdüngung steht das Feintuning im Vordergrund. Die Düngetechnik für lokalisierte Düngung, Frühjahrstechnik, also das Skoltan-Verfahren und die untere Fußgülle-Düngung angesprochen, werden weiterentwickelt bzw. sind fast praxisreif und man kann entscheiden und ausrechnen, ob dieses für den Einzelbetrieb Sinn macht und es dann durchführen. Eine angemessene, jetzt zur Qualität, Weizen. Eine angemessen geteilte N-Gabe führt zu einer Ausnutzung von etwa 50% des Stickstoffs, den ich appliziere, und zu Rohproteingehalt größer 13%. Die Backqualität steht in keiner engen Beziehung zum Rohproteingehalt und damit steht es auch nicht in einer sehr guten Beziehung zur Qualitätsbezahlung. Wenn wir es schaffen würden, die Qualität auf dem Backvolumen zu orientieren, könnten wir, das ist die Schlussfolgerung aus Niedersachsen, könnten wir etwa 20 Kilogramm Stickstoff in der Spätgabe einsparen, ohne Qualität wirklich zu verlieren, was das Backvolumen angeht. Und das würde unsere Flächenbilanzen zum Teil deutlich entlasten. Und der letzte Punkt, sensorgestützte Düngung wird weiterentwickelt. Dieses Map-Overlay-Verfahren, also konstante Ertragsmuster zum einen und dann oben drüber Regeln, dienen dazu, die Entscheidungen sicherer zu machen, und zwar vor allen Dingen unter Bedingungen, wo die Schwankungen von Teilfläche zu Teilfläche und von Jahr zu Jahr besonders groß sind, also eigentlich in der Region, wo wir uns befinden,
müsste dieses ein relativ großes Potenzial haben. Vielen Dank.